Willkommen zurück. In dieser Folge werden wir uns unter anderem um den Dungeon Nebelriss Katakomben kümmern, der auch recht schwer ist. Wir beginnen allerdings die Folge mit dem Golem, den wir schon aus Folge 4 kennen. Dieser hat jetzt, wie ich euch gerade zeige, eine neue Fähigkeit, die dazu kommt. Ist aber nicht so schwer, der auszuweichen. Von der macht das eigentlich kaum einen Unterschied. Ich werde bei diesem Golem mal eine neue Taktik testen. Ja, wenn ihr in Folge 4 eine Taktik für euch gefunden habt, könnt ihr diese hier auch anwenden. Mein Setup für den Golem sieht folgendermaßen aus. Ich habe Großsterne, wobei ich diese Waffe gar nicht benutzen werde, von der ist das jetzt für mich irrelevant. Aber haben wir ja in Folge 4 benutzt. Kriegsasche ist eigentlich auch nicht so wichtig. Ich habe einen Flammendrachen-Talisman plus 2 angezogen. Wie gesagt, wenn ihr perfekt schon ausweichen könnt, braucht ihr keine erhöhte Feuerresistenz. Dann könnt ihr auch andere Talismane benutzen. So, was habe ich noch geändert? Die neue Taktik sieht folgendermaßen aus. Wir benutzen die Anrufung Ungezieferfäden. Ihr seht es unten rechts. Ihr braucht dafür auch nur 11 Glauben. Also es kann eigentlich jeder Bild spielen. Oder die meisten sollten es spielen können. Ansonsten könnt ihr auch über Talisman, vergisst das nicht, solltet ihr aus dem Hauptspiel noch im Inventar haben, habt ihr hier genau diese gelben. Ne? Ihr seht, unter anderem gibt es auch eins, was den Glauben um plus 5 erhöht. Ja, dann könnt ihr auch sowas anziehen, dann könnt ihr das auch, werdet ihr auf jeden Fall auch auf 11 Glauben kommen können, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Taktik, wie ich finde. Wir können damit die Haltung auch sehr gut brechen von den Füßen, von dem Golem. Und wir müssen nicht direkt am Fuß dran stehen. Also wir müssen noch nicht mal in die Richtung vom Fuß gucken, was hier der große Vorteil ist. Und wir können es auch vom Reittier aus nutzen. Schaut euch das Ganze einfach mal an, wenn ihr noch keine Taktik für euch gefunden habt. Arzneimischung, eine defensive Variante, wenn ich dran denke, die überhaupt zu nehmen. Außerdem die gesprungene Steinstachelträne, um noch mehr Haltungsschaden zu verursachen. Und ja, das war's. Ja, dann habe ich euch auch die Karte schon markiert. Golem ist erst an Position 4 dran. Wir werden jetzt erstmal hier Richtung Süden zur Markierung 1 laufen. Dafür braucht ihr wieder einen Bogen oder etwas ähnliches, um einen Topf abzuschießen. Ja, wir bekommen hier eine weitere Klangperle. Dann geht es weiter Richtung Punkt 2. Leider haben wir hier das Kartenfragment noch nicht. Das werden wir später bekommen. Hier gibt es ein, ich nenne ihn immer Alien-NPC, mit dem wir reden können für ein weiteres Handbuch. An Position 3 im Wasser befindet sich eine Parfümflasche und wie gesagt an Position 4 dann der Golem. Dann fangen wir auch schon an. Laufen auf dem Kompass Richtung Süden. Ihr könnt noch mit dem Geist sprechen für die Story, falls ihr es noch nicht getan habt. Na, ab aufs Reittier. Lassen uns hier runterfallen. Dann orientieren wir uns nach links. Ja, springen hier rüber. Dann sehen wir schon auf der linken Seite. Na, warum komme ich nicht vom Mount runter? So, den Topf. Ja, direkt an dieser Position. Zeige es nochmal. Dann weiter, dann lassen wir uns hier runterfallen. Damit haben wir die Klangperle. Ja, jetzt geht es von hier weiter zu Position 2. Im Kompass können wir uns auch orientieren, so erstmal Südosten und dann Richtung Osten laufen. Ihr könnt euch auch einfach links orientieren. Na, wo ist er? Da, am Boden. Liegt irgendwie seltsam am Boden. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ich zeige nochmal die Position. Genau hier ist er. Ja, mit dem sprechen wir einmal. Wegen Handbuch. Next Item. Dann geht es weiter auf dem Kompass Richtung Süden. Bis wir zum Wasser kommen. Ja, da kriegen wir ein bisschen Schaden durch Blitze. Wir laufen da nur durch und holen uns das Item. Dann könnt ihr auch noch ein paar Pflanzen mitnehmen. Ihr seht es jetzt genau in dieser Position. Ich zeige es kurz, bevor ich sterbe. Ah, hier.
schnell aus dem Wasser raus. Dann sehen wir da in der Ferne schon den Golem. Um uns richtig darauf vorzubereiten, wir müssen das Siegel, um die Anrufung auf dem Reittier nutzen zu können, in beide Hände nehmen. Für alle, die es nicht wissen, ich denke mal, die meisten werden es wissen. Ich zeige es nochmal kurz in der Tastenbelegung. Bei mir ist das die Taste C, die wir gedrückt halten müssen. Also die Taste für die Ereignisaktion gedrückt halten. Und dann, je nachdem, wollt ihr die linke Waffe oder die rechte Waffe in beide Hände nehmen, drückt ihr eben zusätzlich zu der Ereignisaktionstaste. Bei mir ist es linke oder rechte Maustaste. Bei euch wird es was anderes sein, gerade Controller natürlich. Ja, und wenn wir das Ganze machen, dann seht ihr jetzt unten links im Interface, habe ich das Siegel. Man sieht es auch am Charakter natürlich. Beide Hände sozusagen genommen. Die andere Waffe ist hinten auf dem Rücken. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an mit dieser Taktik. Jetzt ist der Golem leider weitergelaufen. Ich mag eigentlich die Position, wo er jetzt ist, nicht so gern, weil da ist es enger. Ich habe lieber diesen Platz hier. Die Frage ist jetzt nur, warte ich und schneide ich das raus? Wir können die Taktik einfach mal an diesem Krebs hier kurz testen. Gucken, wie die Reichweite ist. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Ja, Reichweite ist nicht gut, aber ist nicht schlimm, weil wir müssen eh recht nah an den Füßen stehen. Aber wir sehen auf jeden Fall, wir müssen noch nicht mal in die Richtung gucken von dem Gegner. Und die verfolgen ihn auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Der Schaden ist jetzt nicht so brillant, aber das ist auch nicht so wichtig bei dem Golem. Hauptsache, wir hauen ihn aus der Haltung. Okay. Ja. Ich werde jetzt mal hinlaufen und ihn da testen. Ist aber nicht optimales Terrain, sage ich gleich. Also für... Lasst ihn lieber hier in dieses Gebiet kommen, bevor ihr ihn angreift. So, die neue Taktik, die neue Fähigkeit von dem Golem im Vergleich zum Golem aus dem Anfangsgebiet ist genau diese. Ja, er versprüht so Feuer in alle Richtungen und einige davon verfolgen uns auch. Müssen wir nicht ausweichen. Ist aber auf dem Reittier, finde ich, nicht so schwer. Das macht das gleich nochmal. So, wieder hinter ihnen. Heilung ist gebrochen, das hat schon mal sehr gut funktioniert, wie ich finde. Auch schon gebrochen, sehr gut. So, ja, jeder, der noch keine Taktik gefunden hat, ich glaube, ich kann das empfehlen. Ich glaube auch nicht, dass ihr hierfür viel Glauben oder so braucht. Das müsste auch so funktionieren. Wenn ihr einfach nur 11 Glauben habt, um die Anrufung zu benutzen. Das Terrain ist wirklich nicht schön hier. Sehr eng. Ja, der braucht irgendwie länger. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt liegt er natürlich wieder so blöd wahrscheinlich, dass wir nicht kritten können, was natürlich... Oder? Ne, ihr habt ja recht lange Zeit zum Glück. Und der liegt doch richtig, sehr gut. Ja, wieder wechseln. Siegel in beide Hände nehmen, so gesehen. Na? Jetzt habe ich's. Kann ich gleich auch mal die Arzneimischung noch nehmen. So, einmal gebrochen. Zweimal gebrochen.
So. Das hat doch echt gut funktioniert. Sacken die Belohnung natürlich ein. Ja, sehr gut. Ich bin selber ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert hat. So, dann geht es weiter. Ungefähr hier in diese Richtung. Hier werden wir eine Gnade finden, dann auch bald das Kartenfragment. Keine Sorge, ich werde euch mal lieber am Kompass führen. Ja, wir laufen wieder hier zur Stelle, wo der See hier ein bisschen größer ist, der Fluss. Ein bisschen breiter. Ich zeige das gleich auch nochmal auf der Karte. Hier orientieren wir uns jetzt, wo der Wasserfall ist, nach rechts. Wir laufen da einfach durch. Einfach hier irgendwie durchlaufen in die Richtung. Und dann haben wir hier, wo ist sie? Da rechts. Eine Gnade, die wir aktivieren können. Ja, ihr könnt auch rasten, wenn ihr irgendwie was braucht. Flaschen auffüllen oder was auch immer. Wobei, wir werden jetzt erstmal nicht kämpfen. Wir orientieren uns weiter nach Süden. Na, auf dem Kompass am besten schauen, so Richtung Süden. Ja, und keine Sorge, gleich kommt ein Drache angeflogen, den wir jetzt noch nicht bekämpfen wollen. Der wird dahin fliegen. Wir laufen einfach weiter. Ja, kommt gleich von oben reingeflogen. Da ist er. Wir ignorieren ihn aber. Laufen weiter Richtung Süden. Wenn ihr das Item noch mitnehmen, was leuchtet. Abgrille ist aber auch nicht so wichtig. Einfach nur Handwerksmaterialien. Ich zeige das mal kurz. Jetzt bin ich leider im Kampf. Laufen weiter geradeaus. Komme ich noch aus dem Kampf? Zeige ich es nochmal. Ja, war ungefähr hier in der Richtung. In dem Gebiet war das Item. Und ihr seht schon, ne? Kartenfragment ist jetzt direkt hinter uns. Können wir auch endlich mehr sehen. Ja, wir laufen jetzt noch zur zweiten Markierung hier runter. Hier finden wir nochmal eine weitere Gnade, ein Skadu-Baumfragment und ein Kreuz, was wir berühren wollen. Ja, da sehen wir schon in der Ferne. Ja, wir werden hier erstmal noch nicht weitermachen, aber wir nehmen schon mal alles mit. Skadu-Baumfragment. Kreuz berühren, wie gesagt, Minimum einmal. Wichtig. Gnade aktivieren für später. Ja, dann sind wir hier auch erstmal fertig. Ich lösche noch die Markierungen. Dann geht es einmal zu Tafelrundfeste. Ich werde beide Klangperlen abgeben. Wir können dann Pilze kaufen in Zukunft. Dass das jetzt schon mal erledigt ist. Ja, kann ich mal kurz zeigen, das müssen die hier sein, die neu dazugekommen sind, die wir jetzt auch unendlich kaufen können. So geht's wieder zurück in die Schattenlande. Wir schnell reisen zur Gnade Vorderseite des Schlosses, das ist da beim Lager. So, jetzt sammeln wir einen Talisman ein und dann geht es Richtung Dungeon. Talisman ist ungefähr hier an dieser Position, glaube ich. Ja, wir gehen hier erstmal runter, links von diesem Aufgang. Lassen wir uns runterfallen. Irgendwo hier. Genau. Dann drehen wir uns um, an den Fledermäusen vorbei. Einmal komplett durch. Dieser Talisman ist für später auch recht wichtig für die Defensive, für Minimum einen Bosskampf.
Eine erhöhte Resistenz gegen Magieschaden. Das ist jetzt die plus 3, genau, plus 3 Variante. Kann ich auch nochmal kurz zeigen in der Ausrüstung. Ja, habt am besten immer so die höchsten dabei. Zum Beispiel gegen Blitzschaden, gegen Feuerschaden, hier gegen Magieschaden. Jetzt plus 3, das heißt, die niedrige Variante können wir dann immer in die Truhe tun. So, dann sind wir hier auch fertig. Jetzt geht's ganz nach oben Richtung Dungeon. Da müssen wir hier hochlaufen. Ungefähr an diese Position. Hier müsste der Dungeon ungefähr sein. Ja, laufen wir jetzt hier einmal komplett einfach entlang. Ist relativ easy. Hier ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe auch ein Bär. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Laufen wir weiter in die Richtung. Genau, da ist der Eingang. Eingang ist dann genau an dieser Position. Und ja, dann sind wir schon im Dungeon Nebelriss Katakomben. Einmal nach unten mit dem Aufzug, Gnade aktivieren und dann werden wir uns auf den Dungeon vorbereiten. Mein Setup für den Dungeon sieht folgendermaßen aus. Ich habe wieder zur blasphemischen Klinge gewechselt. Talisman trage ich jetzt den gesegneten blauen Tau-Talisman. Der Dungeon dauert ein bisschen länger und da ist es manchmal ganz nützlich, um Flaschen zu sparen, wenn wir ein bisschen Mana, also Fähigkeitspunkte regenerieren. Genau das macht dieser Talisman. Außerdem, stimmt, wollte ich noch zeigen, für den Boss des Dungeons empfehle ich auf jeden Fall einen Talisman mitzunehmen, der die Resistenz gegen Blitzschaden erhöht. Dann zeige ich euch mal den Rest vom Setup. Was haben wir hier noch bei den Zaubern? Ein Speer. Hätte ja auch schon von meinem Bild versucht, wenn es geht, eine Attacke mitzunehmen, die auf Distanz funktioniert. Das ist in diesem Dungeon nicht unbedingt notwendig, aber es macht den Dungeon doch um einiges einfacher, würde ich sagen. Dann goldenen Schwur, Verteidigungsbuff für den Boss. Nur dort werde ich das nutzen. Genauso goldene Blitzfestigung erhöht die Resistenz gegen Blitzschaden. Ist auch nur für den Boss gedacht. Ich zeige euch gerade mal etwas Material von dem Boss. Ihr seht eben hier, dass es doch neben physischen Schaden auch eine Menge Blitzschaden gibt. Und das kann uns doch recht schnell töten. Wir können die Mimikasche nutzen in dem Kampf. Von daher ist der Kampf gar nicht super schwer insgesamt. Aber eben der Boss kann uns relativ schnell umhauen. Von daher stärke ich hier meine Verteidigung. So, was habe ich noch geändert? Nicht viel. Arzneimischung. Wie immer die opalene verhärtete Träne defensiv. Und offensiv hier für mehr Flammenschaden die Flammenschleierträne. Und das war's. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Achso, Schild nehme ich auch mit. Auch nur eigentlich für den Boss. Wobei, mal schauen, vielleicht nehme ich es auch. Nutze ich es auch hier. Ein paar normale Gegner, sage ich mal, weil die sind auch wieder so ein bisschen nervig. Machen auch recht viel Schaden. Und es gibt neue Typen, die noch mehr Schaden machen. So, hier nehmen wir erstmal die Grillbataille Stufe 1 mit, gehen dann in den nächsten Raum. Ja, hier ist der Fallenraum. Falle können wir auslösen oder einer der Fallenräume. Laufen dann hier in die erste Nische links.
sprinten jetzt einmal komplett durch. So, hier haben wir den ersten gefährlichen Zauberer da oben. Da können wir mal schauen, was er so macht. Ja, diese Projektile, die bouncen eben, ne, hin und her. Und das kann uns dann sehr oft treffen und uns auch umbringen, recht schnell. Also muss man aufpassen. Ich werde den gleich wegsnipen mit dem Blitz. Darum ist das Ganze hier auf jeden Fall auch sehr nützlich. Ihr könnt sonst auch einfach vorbeilaufen unten. Wir werden da später noch hochkommen. Nehmen wir hier noch die Pflanze mit, gehen dann weiter. Hier haben wir den nächsten sehr gefährlichen Gegner, müsst ihr aufpassen, den ich auch versuchen werde wegzusnipen. Ja, da war ich ein bisschen zu langsam und er war zu schnell. Sehr nervig. Oh, jetzt kommt er sogar runter, das macht es natürlich einfacher. Reicht, dann gehen wir hier erstmal rechts lang. Ja, wenn ihr ihn nicht besiegen könnt, wie gesagt, lauft ihr rechts rein. Manchmal folgt er, manchmal nicht. Hier haben wir noch so einen. Da hinten steht dann auch noch mal einer. Nehmen das Handbuch mit. Laufen dann einmal komplett durch in den anderen Raum. Ja, lösen hier die Falle aus und springen oben drauf. Und noch so einen. Ihr könnt uns auch versuchen, so seitlich reinzulaufen. Dann trifft er meistens nicht. Also ihr müsst gar nicht unbedingt die Ausweichrolle nutzen, sondern einfach nur seitlich sprinten. Das ist wichtig. Wenn ihr einmal daneben geschossen habt, dann habt ihr auf jeden Fall eine sehr gute Chance. So, jetzt gehen wir hier gegenüber rein. Wieder auf die Falle drauf und einmal rübergelaufen. Gehen weiter. So, dann besiegen wir den Ritter auch gleich. Ja, am besten nicht reinlaufen. Ihr habt rechts noch einen kleinen Soldaten in diesem Raum stehen. Die Items holen wir uns gleich von der anderen Seite. Ja, wir gehen jetzt in diesen Raum hier hin, lösen die Falle aus, springen oben drauf. Laufen einmal rüber. Nehmen wir die Geisterasche mit. Dann wieder umdrehen, rechts lang, durch diese Öffnung springen. Da haben wir jetzt noch den Soldaten. Und nehmen die große Geistertalie mit. Weiter geht's in den nächsten Raum, wo wir herkamen. Nehmen die Pflanze noch mit, gehen dann wieder die Treppen nach unten. Na, hier jetzt in diesem Raum drehen wir uns nach rechts. Lassen uns runterfallen und gehen dann, was ist das auf dem Kompass, Richtung Norden. Hier wieder nach links zum Fallenraum.
Wir lösen die Falle einmal aus, lassen uns dann sofort runterfallen, umdrehen und sofort hier in Sicherheit. Natürlich steht hier wieder einer. So, Falle auslösen. Rüberlaufen, auf dem Weg das Item mitnehmen. Dann weiter zum Aufzug. Genau, den am besten hochlocken, weil unten stehen noch mehrere von denen. Gräberterlinie Stufe 2 haben wir auch. Dann drehen wir uns wieder um, halten uns jetzt rechts, gehen hier rechts lang, nehmen die Pflanze mit. Sind wir wieder im Fallenraum, Falle auslösen. Jetzt haben wir da diesen Zauberer im Hintergrund, ne? Der wird uns natürlich dabei stören. Laufen hier erstmal in die erste Nische rein. Werden natürlich angegriffen. Lösen wieder die Falle aus. Wir laufen auf der linken Seite in die zweite Nische. Lassen uns hier runterfallen. Ah, hier Richtung Osten gibt es nochmal eine Geisterterlinie. Stufe 4. Dann drehen wir uns wieder um, halten uns rechts. Dann nehmen die Pflanze erst noch mit. Gehen dann dort entlang. Ja, links lang. Ihr müsst die nicht unbedingt besiegen, aber die sind besonders anfällig gegen Feuerschaden. Von daher ist das mit meinem Bild sehr easy. Hier haben wir wieder so diese Zauberer. Ja, und links steht noch einer von denen. Darum laufe ich jetzt nicht in den Raum rein. Ja, auch wenn der irgendwie gar nichts macht. So, oben sind auch noch ein paar Gegner, die sich gleich runterfallen lassen. Nehmen wir hier die Anrufung mit. So, dann geht's wieder zurück. Dann links die Leiter nach oben. Hier lassen wir uns einfach irgendwo runterfallen, ist egal.
Und dann schaut auf den Kompass Richtung Süden. Geht's weiter. Dann sind wir wieder im Fallenraum. Na, Falle auslösen. Wieder linke Seite von Nische zu Nische. Diesmal laufen wir komplett durch. Die zweite erstmal. So, schnappen wir uns hier die Schattenrune. Stufe 3. Drehen uns um, lösen wieder die Falle aus und springen dann in die Falle rein. Umdrehen, oben wieder raus, Truhe öffnen. Für einen weiteren Gegenstand. Genau. Kriegsasche. So, jetzt wollen wir wieder die Falle auslösen. Springen diesmal oben drauf. Laufen einmal komplett durch auf die rechte Seite, bekommen dort dann noch ein Schwert. Die Leiter nach unten. Lassen uns nach unten fallen. Sind wieder im Fallenraum. Fall auslösen, einmal rübersprinten. Auf die andere Seite. Achtung, hier gibt es wieder eine Falle. Die auch auslösen. Ich warte noch einmal. Dann sprinten wir wieder rüber. Und nehmen das Item gleich mit. So, Aufzug nach unten. Und dann sind wir auch schon fast beim Boss. Ich wechsle jetzt schon mal Talisman auf Blitzdrachen-Talisman plus 2. Ja, der Boss hat auch eine fiese Greifattacke. Ist sehr schwierig, der auszuweichen. Damit heilt er sich auch hoch. Ich glaube, so um 30-40% immer. Und er kann auch eure Mimikasche greifen und sich damit hochheilen, ne? Aber solange ihr genug Schaden über den ganzen Kampf macht, behaupte ich, ist das kein großes Problem. So, ich buff mich mal. Und zwei Buffs. Ja, wechsle dann noch auf Schild. Dann beschwöre ich auch gleich die Mimik. Manchmal ist er sehr aggressiv am Anfang. Dann kriegt er schon eine Menge Schaden. Aber ihr seht, den Schaden. So viel kriegen wir gerade nicht ab. Schild hilft uns natürlich auch noch. Ihr könnt natürlich auch den Kampf lernen, richtig auszuweichen, sag ich mal. Ich denke, das dauert ein paar Versuche. So, ich benutze jetzt auch die Arzneimischung. Und dann spielen wir mal ein bisschen aggressiver. Das ist die... Ah, verdammt. Er müsste im richtigen Moment wie immer halt ausweichen. Ihr seht, er heilt sich wieder so ein Stück hoch. Das war's. Ja, die Greifattacke, wo er sich auch so stark gegenhält, das macht er nur alle, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Minuten, glaube ich.
So oft macht er das nicht. Und ja, wenn ihr genug Schaden macht, dann sollte das kein Problem sein. So, wir schnell reisen zu irgendeiner Gnade. Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge. Na, ich werde jetzt noch einen Stufenaufstieg machen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter.